Christine Kröger, Redakteurin des Weser-Kurier, ist dieses Jahr mit dem Wächterpreis ausgezeichnet worden für ihre Recherchen im Rockermilieu. Die Drehscheibe hat mit ihr darüber gesprochen, wie sie dabei vorgegangen ist. Frau Kröger, worum ging es bei Ihren Recherchen genau? Im Prinzip und vor allem hatte ich in den Vordergrund gestellt die Hintergründe sozusagen, nämlich warum sind die, insbesondere die Hells Angels, der organisierten Kriminalität verdächtig. Wie haben Sie die Recherchen begonnen? Ich hatte mich schon Jahre vorher um das Thema Rechtsextremismus gekümmert, war dann über das Recherchen in der rechtsextremen Szene ins Hooligan, in den Hooligan-Bereich gekommen. Da gibt es ja personelle Überschneidungen. Und es gibt auch personelle Überschneidungen dann wiederum zwischen der Hooligan-Szene und dem Rockermilieu. Und so war ich, sag ich mal, für das Thema sensibilisiert. Und dann hatte ich einen Tipp bekommen, dass unser Charter Westside in Bremen demnächst wohl hinter Gittern sitzt oder ein guter Teil, schon wegen einer sehr frühen Begebenheit, die man heute unter den sogenannten Rockerkrieg mit den Bandidos subsumieren würde. 2006 hatten Hells Angel in Stur Bandidos überfallen, ja. Und nun war es also den Ermittlern gelungen, Kronzeugen zu bekommen, der die Hells Angels dann auch der Tat bezichtigt hat. Die sind deshalb auch rechtskräftig verurteilt worden, bereits im Dezember 2008. Wie sind Sie an Informationen gekommen? Es war sehr, sehr mühsam. Also es war eine sehr langwierige Puzzlearbeit. Mal bekam man einen Tipp aus den Ermittlungsbehörden, mal auch aus dem Rockermilieu von Leuten, die den Hells Angels eben nicht wohlgesonnen waren. Die Hells Angels machen aber ja auch ihrerseits eine hochprofessionelle PR- und Öffentlichkeitsarbeit und haben auch einen Pressesprecher. Natürlich habe ich mich mit dem auch unterhalten, also mit den Hells Angels selber gesprochen. Und langsam fügte sich das dann zusammen. Wie haben Sie Kritiker aus den Reihen der Rocker gefunden? Da kann ich mich nicht so genau zu äußern. Ja. Aus Gründen, also würde ich die Leute ja auch gefährden. Aber was eben erstaunlich ist, auch wenn man sehr, sehr kritisch berichtet über diese Banden, bekommt man nichtsdestotrotz durchaus auch mal Hinweise aus dem Milieu, denn da gibt es ja auch interne Rivalitäten. Sind das dann anonyme Hinweise? Auch anonyme Hinweise, wobei man generell bei diesen Informationen, die man aus dem Milieu im weitesten Sinn, und da meine ich jetzt nicht nur das Rockermilieu, sondern eben auch das Rotlichtmilieu, viele Rocker arbeiten ja als Bordellbetreiber und sind im Rotlichtmilieu und im Türstehermilieu tätig. Generell muss man bei Hinweisen aus diesen Milieus natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Da wird, so sag ich mal, auch gerne geredet. Wie überprüfen Sie solche Hinweise? Puzzeln eben. Also dann hört man hier mal einen Namen und da mal ein Gerücht. Und wenn man das erstmal hat, dann schaut man eben weiter, dann spricht man vielleicht mal einen Polizisten an, schon gehört, könnte da was dran sein. Und oder einen anderen Informanten. Also das ist also es ist eben nicht so, dass man sagen kann, oh, jetzt habe ich was entdeckt, jetzt habe ich die Geschichte. Es ist gerade in dem Bereich sehr, sehr schwierig, weil im Rockermilieu ist ja oberstes Gebot die Omerta, das Gesetz des Schweigens, keiner sagt was. Wie gesagt, bis auf diese, was meines Erachtens reine Showveranstaltungen sind, diese offiziellen Pressegespräche. Und auch aus den Behörden ist ganz, ganz schwer, was zu bekommen, weil Ermittler im Bereich der organisierten Kriminalität natürlich lieber im Verborgenen als vor den Augen der Öffentlichkeit arbeiten möchten. Ja auch ein Gutteil zu Recht, weil alles andere würde ihre Ermittlungen gefährden. Insofern muss man auch da bei der Berichterstattung sehr, sehr aufpassen, nicht nur um seine Informanten zu schützen, sondern auch um Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Rockerszene ist ja ein gewaltbereites Milieu. Gab es während der Recherchen Anfeindungen oder sind Sie bedroht worden? Anfeindungen schon, aber Angriffe nicht.
Und ich denke auch, dafür sind die Hells Angels einfach zu klug. Die wissen, dass wenn kritischen Journalisten, wenn es einen Vorfall gibt, eine Körperverletzung, wo ein Rocker auf einen kritischen Journalisten losgegangen ist, dann hätten sie also einen mordsmäßigen Ermittlungsdruck, den sie ja im Moment gerade versuchen zu vermeiden, auch durch diesen merkwürdigen Friedensschluss mit den Bandidos. Da geht es ja nicht darum, dass sich Hells Angels und Bandidos jetzt wieder lieb haben, sondern da geht es einzig darum, dass die Augen der Öffentlichkeit sich von ihnen abwenden, damit sie in Ruhe, und da bin ich eben wieder im Bereich der organisierten Kriminalität, ihren übrigen Geschäften nachgehen können, die da eben spielen im Rotlicht-Milieu, in einer Türsteherszene und so weiter. Haben Sie einen Tipp, wie Recherchen im Rockermilieu angegangen werden können? Das ist einfach ganz, ganz verschieden. Also ich bin schon auf bestimmte Sachen, auf bestimmte Geschichten gekommen durch Tipps aus der Szene, aber genauso durch Tipps aus Behörden, durch Unterlagen, die mir zugespielt worden sind. Also es ist einfach zu verschieden. Vielleicht kann man generell trotzdem sagen, dass man wirklich, bevor man sozusagen die übliche Recherche startet, sprich beim Rockerclub selber anfragt oder bei den Ermittlungsbehörden offiziell anfragt, möglichst viel einfach versucht, vorher an Wissen zu sammeln, weil aus vollkommen unterschiedlichen Motiven natürlich, aber machen ist es über die offizielle Schiene sehr, sehr schwierig, an Informationen zu bekommen, und je mehr man aber vorher schon weiß, umso schwieriger ist es dann natürlich auch für die offiziellen Informanten sozusagen einen abzuspeisen, nicht? Weil dann kann man ja nachhaken und sagen, nee, also so kann das aber nicht stimmen, weil ich weiß das und das. Aber wie gesagt, da so ein Rechercheschema, ganz, ganz schwierig. Begleiten Sie das Thema weiter? Also wir werden das Thema natürlich immer dann weiter begleiten, wenn wir was Neues wissen, nicht? Und Rockerfrieden hin und her, die Clubs gibt es nach wie vor. Nach wie vor betreiben seine Mitglieder Bordelle, nach wie vor. Ich wüsste von kaum einer Razzia, Hausdurchsuchung in dem Milieu, wo die Beamten keine Waffen sichergestellt haben. Also das Thema, denke ich, wird uns auf alle Fälle weiter beschäftigen.